Grüße euch, liebe Zuschauer. Adventskalender Türchen 22. Vorletzte, ja, nee, vorvorletzte natürlich. Und vielen Dank für euer Interesse und für eure lieben Kommentare und aufmunternden, motivierenden Kommentare. Und auch ich muss mich hier nochmal bei meinem Ingenieur, so nenne ich ihn einfach, er ist Ingenieur, Wolfram bedanken, der mir das meiste hier aus diesen von diesen Adventstürchen vorbereitet hat, wunderbarerweise. Und er wirklich viel Arbeit und Zeit reingesteckt hat. Und wir froh sind, dass wir es gemacht haben. Muss ich ehrlich sagen, es war am Anfang, hat sich ein bisschen für mich zäh angefühlt. Aber ich bin für mich wunderbar reingekommen. Aber jetzt gehen wir mal weiter in das heutige 22. Türchen. Paul Karl Beiersdorf. Da könnte schon bei dem einen oder anderen was klingeln, sage ich mal. 26. März 1836 in Neuruppin geboren und am 17. Dezember 1896 in Hamburg verstorben. Lebenslauf und Werk von Herrn Beiersdorf. Er absolvierte eine Apothekerlehre und studierte dann in Berlin Pharmazie. Nach seiner Approbation übernahm er in Moskau die Leitung einer galvanischen Anstalt und wurde dann Mitinhaber einer Apparatebaufirma in Berlin. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich mit Moskau, aber so war es. Anschließend erwarb er zunächst in Bärwalde und später im schlesischen Grünberg eine Apotheke. Ja, hier haben wir die Gründungsgeschichte in Moskau. Hier steht es nochmal. Und hier haben wir die Apotheke, die dann später nach diesem schlesischen Grünberg, dann hat es ihn in die Großstadt gezogen und er erfüllte sich mit dem Kauf der Apotheke nahe der St. Michaelskirche in Hamburg den Traum von der Selbstständigkeit in einer Großstadt. Und bereits damals war die Gegend um den Hafen dicht besiedelt. Dies bescherte Beiersdorf ertragreiche Geschäfte. Hier ist er. Das ist Firmengründer Paul Karl Beiersdorf. Und dennoch erweiterte er sein Angebot über die Pharmazie hinaus und bot den umliegenden Ärzten die Dienstleistungen seines Labors an. Also wir sprechen hier von 1880 ungefähr, ja, 1870, 80, nur damit man so die Zeit es einordnen kann. Umtriebig wie er war, war ihm auch das nicht genug. So entwickelte er zusammen mit dem damals führenden Dermatologen, also Hautarzt, Hautspezialisten Paul Gerson Unner, ein Verfahren zur Herstellung. Es ist der Herr Unner, ja, deutscher Dermatologe, 1850 bis 1929, ein Verfahren zur Herstellung von medizinischen Pflastern. Ja, und für dieses Pflaster meldete er ein Patent an. Das Datum der Patentschrift, der 28. März 1882, gilt als Gründungsdatum der Firma Beiersdorf. Das war praktisch dann richtig, die Erfolgsstory ging dann erst richtig los. Diesen Pflaster gab Beiersdorf wohl auch im Hinblick auf dessen Herstellungsort den Namen Hansa Plast. Ja, hier sieht man auch das berühmte Logo beziehungsweise Firmenschriftzug. Und wir haben einen schönen kurzen Werbefilm, den ich mal kurz hier zeigen möchte. Immer zur Hand? Hansa Plast. Hansa Plast wirkt blutstillend, ist antiseptisch, schließt und schützt die Wunde und hilft deshalb schneller heilen. Immer zur Hand. Hansa Plast. Super, diese alten Werbungen sind einfach super. Hier haben wir hansaplast.de. Übrigens auch natürlich alle Verweise auf die hier aufgeschlagenen Seiten unten in der Beschreibung. 90 Jahre Kompetenz in der Wundheilung. Und der Erfolg des Beiersdorf Pflasters war leider nicht der persönliche Erfolg Paul Beiersdorf. Das ist wirklich an der Stelle wie so oft. Es gibt natürlich viele Erfinder, die steinreich geworden sind oder wohlhabend durch ihre Erfindung. Es gibt aber auch viele tragische Schicksale und eins davon ist das von Herrn Paul Beiersdorf. Im Jahr 1890 erschoss sich sein damals 16-jähriger Sohn, nachdem er im Gymnasium nicht versetzt worden war. Brutal, also wirklich unglaublich, sich deswegen zu erschießen. Will ich aber jetzt nicht darüber urteilen, um Gottes Willen, es ist einfach nur so tragisch. Der Selbstmord seines Sohnes traf Beiersdorf hart. In Folge verkaufte er seine Firma für den damals hohen Betrag von 60.000 Mark an den Apotheker
Unternehmer und Kunstmäzen Oskar Droplowitz. Das ist hier, deutscher Apotheker, Kunstmäzen, ja, den, der hat es gekauft. Und der vom Glück verlassene Beiersdorf, das ist wirklich bitter, verlor sein Vermögen an verschiedene Bauspekulanten, ein beruflicher Neustart scheiterte und Beiersdorf verübte mit Gift Selbstmord. Ja. Hammerhart, erst bringt sich der Sohn um, dann der Vater. Der vom Glück verlassene Beiersdorf verlor sein Vermögen an verschiedene Bauspekulanten. Ah ja, damit reiht sich Paul Beiersdorf, Entschuldigung, in die lange Kette der Erfinder ein, die es mit ihren Erfindungen, wie ich schon erwähnt habe, nicht zu Wohlstand und Reichtum gebracht haben, sondern eigentlich wirklich ein tragisches Ende genommen haben. Ja, aber wenigstens, davon hat er jetzt, weil wir sehen ja auch nichts mehr gehabt, aber der Name blieb erhalten, der Name Beiersdorf, die Beiersdorf AG ist heute ein in Hamburg Eimsbüttel, Entschuldigung, lieber Hamburger, ich bin ein bisschen hier geografisch nicht wirklich auf der Höhe. Natürlich Hamburg-Eimsbüttel. Ansässiger Industriekonzern, der mit mehr als 20.000 Mitarbeitern, eine große Butze, ja, einen Umsatz von mehr als 7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Also hat zwar mit dem ursprünglichen Gründer nichts mehr zu tun, außer der Name, aber trotzdem. Beiersdorf Pflaster war eine Kombination seiner Erfindung von Leukoplast, ja, haben wir hier, Leukoplast, Markenname für medizinisches Klebeband, wurde seit 1921 von der Firma auch, seit 1921 auch von Beiersdorf AG vertrieben, einem Band aus reißfestem Stoff mit einer Klebeschicht und einer Mullbinde. Dieses Pflaster wurde lange Zeit mit dem heute vollkommen undenkbaren Spruch Pusten und Kleben beworben. Ja, mit der Zeit wurden immer mehr spezialisierte Typen entwickelt, auch wurden die medizinischen Eigenschaften verbessert. So wie Verträglichkeit, speziell im Hinblick auf die Allergieproblematik, wurden immer wieder Verbesserungen eingeführt. Und die Pflaster wurden auch mit Silber und Chlorhexin antibakteriell sozusagen gemacht. Die Produkte der Beiersdorf AG kennt unter den Namen 8x4, also hier Kosmetik, Deodorant, Nivea, Tesafilm, ja, Tesa, Labello, Eucerin und Hansaplast natürlich immer noch. Praktisch jedes Kind. Das sind wirklich große Marken, große Markennamen, langjährige, lange, lange schon am Markt. Bitter finde ich nur an der Stelle. Er hat ein tolles Produkt erfunden, was den Menschen weiterhalf, ja, was wirklich der Gesundheit dient und ist selber, ja, selber so ein tragisches Ende genommen, ja, und vorher schon seinen Sohn verloren wegen Schule. Ja, Wahnsinn eigentlich. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und wenn ihr denkt, okay, die Arbeit ist unterstützungswürdig, dann habt ihr in der Beschreibung Bankverbindung, Ko-fi, Stripe und Bitcoin. Wir danken und sehen uns zum 23. Türchen. Servus, ihr Lieben. Macht es gut.